Das schöne Herbstwetter am Weserstadion, es täuschte gewaltig. In Bremen herrscht Untergangsstimmung. Das 0:6 Debakel am Samstag bei Meister Bayern München war der vorläufige Tiefpunkt einer Horrorsaison. Wer das in der Kritik stehender Trainer Robin Dutt hatte die Pleite auch am Sonntag noch nicht vollends verarbeitet. Oh, da braucht man schon die eine oder andere Minute mehr. Das können Sie sich vorstellen, dass so ein 6-0, vor allem auch in der Art und Weise, wie wir gespielt haben, das geht ja nicht so spurlos an einem vorbei. Und das können wir besser. Ich glaube, bei allen Spielen, die wir dieses Jahr gemacht haben, war das sicherlich ein Spiel, das so von mir nicht zu erwarten war und mir natürlich auch nicht gefallen hat. Wie ernst es um den einstigen Überflieger und Champions League-Stammgast bestellt ist, offenbarte der Mut und kraftlose Auftritt in München. Nicht ein einziges Mal schossen die Bremer auf das Tor von Weltmeister Manuel Neuer. Negativrekord. In den Zweikämpfen präsentierte man sich ängstlich. Doch was sind die Gründe? Ich glaube nicht, dass es irgendwelche Erklärungen heute gibt, die uns in irgendeiner Form weiterhelfen. Ich glaube, wir sind gestern schon nach Spielschluss deutlich dazu gestanden, zu sagen, dass wir jetzt nicht davon reden, dass die Bayern stark sind, sondern dass wir einfach unsere Leistung als alles andere als gut gesehen haben. Wir haben wirklich einen sehr schlechten Tag gehabt, vor allem in der Zweikampfführung. Und dabei wollen wir es dann auch belassen. Werder am Abgrund und gehörig unter Druck. Am Freitag eröffnen die Bremer den 9. Spieltag daheim gegen Dortmund-Bezwinger 1. FC Köln. Für uns ist es ein ganz, ganz wichtiges Spiel, so kein Thema. Wir haben jetzt 8 Spiele in Folge in der Bundesliga nicht gewonnen. Die Situation hat sich vielleicht nicht geändert, weil du nicht unbedingt die Punkte gegen Bayern einplanen kannst. Aber von der Emotion hat sich natürlich was geändert, weil die Art und Weise, wie wir gespielt haben, einfach nicht gut war. Und deswegen wollen wir natürlich endlich unseren Dreier landen durch eine überzeugende Leistung. Deswegen ist das Spiel natürlich ganz, ganz wichtig für uns. Das einzig Positive aus Werder Sicht, in der Tabelle kann es für das Schlusslicht jetzt nur noch nach oben gehen.